Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniroll und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die letzten Materialien für diesen Transporter gesammelt, mit dem wir uns ins Institut rein teleportieren können. Und ja, immer noch müssen wir für die Bruderschaft das machen. Ich soll außerdem Dr. Lee finden von der Bruderschaft, für die Bruderschaft und ja. Da stellt sich mir langsam so die Frage, was passiert wäre, wenn ich in irgendeine andere Gruppierung hier gewählt hätte, die mir beim Transporter hier helfen sollte. Ob ich dann trotzdem die Mission mit Dr. Lee bekommen hätte oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir können jetzt jederzeit ins Institut reingehen und ich würde sagen, das machen wir dann auch. Ich Also, habe alles los. mehrfach überprüft. Ich glaube, der Signalfeld ist Ja, gesichert. Kate, ich meine, ingreifen. Sie müsst durch. Legen wir los. In Ordnung. Stell dich auf die Plattform. Dann sehen wir mal, ob wir ein Signal finden, das wir kapern können. Okay. Reiß dich zusammen und dann rauf auf die Plattform. Ich bin schon auf dem Weg, Vermeiden Sie ne? es unbedingt, das Feuer im Institut zu eröffnen. Das könnte unsere gesamte Mission gefährden. Ob das mal gut geht. Okay, der Transmitter ist angemeldet, der Emitter bereit. Sieht soweit alles gut aus. Ich scanne jetzt nach dem Signal. Drück uns die Daumen. Ich gebe jetzt den Code ein. Wow, jede Menge Störungen und Phantomsignale. Es wird etwas dauern, bis wir drin sind. Übrigens, dein kleiner Ausflug ist eine super Gelegenheit, so viel wie möglich über das Institut und seine Pläne rauszufinden. Ich habe ein nettes kleines Programm auf dieses Holoband gepackt, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Steck Okay. es einfach in ein Terminal da unten. Das Programm erledigt den Rest. Bring es dann später wieder mit, dann schaue ich mal, ob ich aus den Daten schlau werde. Hey, wir haben es geschafft. Radiowellenübernahme abgeschlossen. Fahre den Emitter Vermeiden hoch. Sie es unbedingt, das Feuer im Institut zu eröffnen. 80%, Das könnte unsere gesamte Mission. Der Emitter ist an der Leistungsgrenze, aber er hält. Jetzt muss ich nur noch den Schalter umlegen. Übertragung in 3, 2, 1. Oh mein Viel Gott. Glück, Soldat. Ah! Ich habe Schaden bekommen. Aber Blut. Okay. Hui. Ja, sehr schön aus hier. Da habe ich sofort an die Enklave aus Fallout 3. Okay, ich habe hier mehrere Missionen. Finde Dr. Lee. Ja. Dann soll ich hier das Ding noch irgendwo reinpacken. Dann soll ich noch für diesen einen Typen das Serum finden. Okay. Okay. War schon erledigt. Noch irgendwas? Wahrscheinlich. So, jetzt habe ich das wieder, ne? Ich hätte das da vergessen können, nehme ich an, ne? Wo ist es? Jetzt wächst, genau. Aber nicht gucken. Okay. Die werden bestimmt wissen, dass ich hier drin bin, also mal gucken.
Ich kann mich hier bedienen, also nehme ich mal an, das sind jetzt nicht freundlich gesonnene, feindlich gesonnene. Doch gerade weil ich mich ja bedienen kann, sind das bestimmt feindlich gesonnene Leute. Ich dachte nur, ich kann ja auch mehrmals hin. Sonst habe ich das Verlangen, hier alles so schnell wie möglich zu untersuchen. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden, von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Okay, wollte schon sagen. Ab in die Anstalt. Warte. Institut overall. Okay. Bin wir so in Fallout 3 zurückversetzt. Enklave. Präsident Eden. Oh, hallo. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach und unsere Aktionen werden von der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir Ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben. Bezweifle hat, dass hier alles so friedlich ist, wie das Ich werde scheint. dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier, wegen deines Sohnes. Ja. Was soll das hier alles? Ey, das ist auch voll die Fassade hier. Sie wird doch schon kommen. Nein. Müssen aber nicht schauen, oder? Das sind Schraubenschlüssel. Start, ab das Go. Da komme ich nicht auf. Soll ich hin? Ach so. Da brauche ich den Schlüssel. Ma. Das klemmt. Wo soll ich hin? Da war doch der Aufzug hier. Dann will ich so noch weiter runter, was? Okay. Ja. Hallo? Gibt's keinen weiteren Ort? Schon irgendwie durchlassen irgendwo. Bringt nichts.
Ich habe den Schlüssel nicht. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Was muss ich denn hier machen? Ja, hallo. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Ja, kaputt. Kann er nicht durch. Ich hab den Aufzug betreten, ich habe keine neue Mission bekommen. Mein Gott, was ist denn hier los? Wir haben ein Problem. Ja, nicht Auto, bin ich wieder. Boah. Ja. Was ist hier los? Was ist jetzt hier schon wieder los? Das kann ich wieder von da oben hin. Boah. Was ist zum Teufel? Kamele und Fußkralle. Na super. Unsichtbar machen eine Toskrallen. Hallo. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsam. Schon hat Ding jetzt gemacht hier. Was ist denn mein... Mein Gott, ist ja hier los, Alter. Reich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Mal ausgeschaltet. Da, wer tritt den Aufzug? Habe ich gemacht. Jetzt sag mir gefälligst auch, was ich noch machen soll. Was du gehört hast. Was du über uns denkst. Soll ich mir wieder alles ansehen, ja Mann? Ich möchte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft. Es war nie einfach und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Geht schon wieder nicht weiter. Ich hab Gefühl, ne? Na, früher ging schon wieder nicht jetzt. Hm.
bekomme einfach keine Quest danach. Oh, hallo. Boah, wälzt mich. Ich konnte die ganze Zeit da mit dem reden, leck mich. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Sean, ich habe nach dir gesucht. So lange. Wer bist du? Ja, okay, mit den Klamotten. Sean, ich bin's. Ich bin dein Papa. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater! Was soll ich tun, Sean? Was kann ich tun? Ich kenne dich nicht. Geh weg! Vater, hilf mir! Hier ist jemand, hilf mir! Ich glaube, mit Vater meint er seinen Vater. Wer ist Vater? Wo ist er? Vater, hilf mir! Er will mich entführen! Vater, hilf mir! Meine PS4 geht gerade voll ab. Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. War absichtlich von der PS4? Unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Gib mir Sean. Den echten Sean. Sofort! Ich weiß. Du hast alles getan, um ihn zu finden. Jetzt fehlen nur noch die Teetassen und das weiße Kaninchen. Ungezwungenheit. Du hast dich anscheinend schnell an Stresssituationen, aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement. Ich gehe meine PS4 schon wieder ab. Dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin Wie ist das überhaupt möglich? Ja, okay, 200 Jahre. Das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich. Vom Institut großgezogen und jetzt sein Anführer. Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder? Warum ich? Damals, mein Sohn ist älter als ich. Hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS.
Es gab reichlich, ja. Aber es war alles ja, okay. Uneinigt. In diesem Ödland. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Da habe ich mir aber schon irgendwie gedacht, ob die jemanden brauchen, der nicht im Ödland ausgesetzt war. Nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle in Commonwealth eingeschlichen haben. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der Synthese. Weil die sind mit denen doch durchs Ödland gelaufen, also muss er doch irgendwie Strahlung abbekommen haben. Menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater. Durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich. Und also sind Synths nur 60 Jahre alt. 60 Jahre. So viel Zeit. Verschwendet. Ich weiß. Du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen, zu verstehen. Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Was soll ich sagen? Die Welt ist gefährlich. Obwohl sie es wohl schon immer war. Jetzt zeigt sie es einfach nur ein wenig offener. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen... Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut. Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Sie brauchen deine Hilfe, Sean. Es geht da oben rau zu, gelinde gesagt. Oh, das haben wir versucht. Überrascht? Das Institut wollte beim Aufbau einer stabilen Commonwealth-Regierung helfen. Das endete in Streit, Machtkämpfen. Eine Katastrophe. Wir kümmern uns jetzt um uns selber. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du wusstest, dass er ein Psychopath war? Aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Hätte ich ihn auf das Commonwealth loslassen sollen? An der kurzen Leine konnte er wenigstens nicht so viele Kollateralschäden anrichten. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Es gibt noch mehr zu besprechen, aber Das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen.
Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen viel. Ich weiß. Und es tut mir leid. Du hast in so kurzer Zeit so viel durchgemacht. Er redet mit mir, als wäre ich irgendwie den sein Sohn. Besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe dich. Daher versuche ich dir zu helfen. Du erkennst hoffentlich, dass das Institut das einzige auf dieser Welt ist, dem man sich anschließen kann. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für jetzt glaube ich nicht mehr, dass eine Fassade ist. Im Sinn. Wirst du es versuchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn das nur sagen? Einfach Zeit. Jetzt hör auf, mich das nochmal zu fragen. Ich weiß es nicht. Das Institut ist jetzt da. Schließ mir nicht jemand an, weil ich noch gar nichts weiß. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen. Dr. Ayo im Bereich SEB. Und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff ich kann mit einem riesigen Aufschwung nach unten gefahren. Oh Gott. Wer ist er hier? Ach ja, Zint. Boah. Okay, das war ein bisschen viel Story und wie nennt man das? Viele Entdeckungen, viele neue Sachen, die wir gelernt haben auf einmal. Also ja. Unser Sohn ist älter als wir und führt jetzt das Institut an. Also, ja. Kann man denen aber trauen, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir werden sehen. Oh, geiles Bett. Das ist ein Terminal. Gut. Würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge hier ein bisschen besser um. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge.